Da das PSICOM Informationen zurückhält, ist die Überwachung im Gabra-Lichterwald eher fahrlässig und lückenhaft. Lightning und Hope gönnen sich eine kurze Pause und lassen ihre Gedanken zu den anderen Lucie schweifen. Ob Saz und Vanille noch auf der Flucht sind? Was ist wohl aus Snow geworden? Überraschend fragt Hope, warum die Gruppe, die Snow anführt, Nora heißt. Von dieser Frage etwas irritiert, antwortet ihm Lightning, dass Nora ein Akronym für Nieder mit Obligationen, Regeln und Autorität ist. Es beschreibt den Wunsch nach einem freien, ungebundenen, man könnte auch sagen nach einem unverantwortlichen Leben. Hopes Miene verfinstert sich. Seine Irritation steht ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Eilig durchschreitet er das Tor, auf der Suche nach einem Feind, an dem er seine Entrüstung und seinen Zorn abreagieren kann. Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13, immer noch im Lichterwald von Gabra. Wo wir mit Lightning und Hope nach wie vor unterwegs sind, beim letzten Mal schon ein bisschen was gesehen haben in diesem ach so hübschen Wald. Wenn man sagt, ach so hübsch, dann hat das immer so einen leicht ironischen Touch, aber ich meine es vollkommen ernst. Mag den Breschersee zwar in Summe trotzdem mehr, aber hier ist auch schön. Auch wenn es hier für uns gefährlich ist, denn wir werden so ein bisschen gejagt, sind beim letzten Mal Testgelände D. Die Musik verfinstert sich. Sind beim letzten Mal fast erwischt worden und haben das eigentlich nur Hopes Aufmerksamkeit zu verdanken, dass das hier noch mal glimpflich ausging. Okay. Bin ich sehr paranoid, wenn ich sage, dass mir das hier verdammt nach einem möglichen Bosskampf stinkt. Ich habe es beim letzten Mal total versäumt, ich weiß das noch, für Lightning das zweite Accessoire freizuschalten. Wo wir eigentlich im Kristarium kurz davor sind, aber egal. Das ist auch ein interessanter Kontrast, oder? Diese riesigen Schläuche und dann die Blumen, die hier dran gewachsen, dran gepappt sind. Keine Ahnung, ob die künstlich erzeugt sind. Das ist eine Army-Facility, für turning wildlife into weapons. Civilians aren't allowed in here, are they? We'll have to be sure and tell them if we see any. Okay, oh nein, das sieht schon nach einer Sache aus, die mir gar nicht gefällt. Das Areal ist mit einer elektromagnetischen Umzäunung gesichert, um den Ausbruch gezüchteter und transmutierter Monster zu verhindern. Die Umzäunung deaktiviert sich bei Nichtanwesenheit biogenetischer Signaturen automatisch. So, biogenetische Signaturen also. Ja. Das heißt, ich muss jetzt was genau tun? Also die Gegner würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Denn vielleicht kann ich von den KP, die wir hier bekommen, für Lightning noch das zweite Accessoire-Dingensen hier freischalten. Hab übrigens den Tipp bekommen, dass... Oh, die vertragen aber gut was. Also dafür, dass der im Schock ist. Ja. Auf jeden Fall mehr als seine Vorgängergegner. Ich habe den Tipp bekommen, dass wenn mir ein Präventivschlag gelingt, dass ich mit Beben, mit dem Skill Beben, den wir ja schon gelernt haben, ich glaube, Hope kann den, alle auf einen Schlag schocken kann. Klingt auf jeden Fall praktisch. Ich nehme mal erstmal die Gegner hier mit und werde... das sollte eigentlich auch so ein Versuch werden, die von hinten zu attackieren. Hat nicht so ganz funktioniert. Das heißt, das hier könnte jetzt etwas ungemütlich werden. Ich weiß auch nicht, wie schwer oder einfach die zu schocken sind. Mit dem Brecher ein bisschen stabilisieren. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt hier nicht allzu lange dauert, damit der zweite uns keinen Stress macht. Jawohl. Ja, geht eigentlich klar. Ich habe jetzt... Ne, wir haben 48 KP von dem anderen bekommen, ne? Das ist auch in Ordnung. So, dann werde ich das jetzt hier mit dem zweiten auch so handeln. Warum ist denn... Ach so, hä? Ich wollte gerade fragen, warum ist denn manchmal die Schockleiste von dem Gegner quasi über seiner Birne und manchmal da oben rechts? Der ist gerade so ein bisschen rübergesprungen. Okay. Hä? Okay, irgendwie weiß ich gerade nicht, worauf ich zuerst achten soll. Ich muss sagen, ich habe jetzt, ich nehme das ja auch nicht unmittelbar nach dem letzten Part auf, sondern habe wieder ein bisschen Pause.
dazwischen gehabt. Ich komme momentan sowieso nicht dazu, viel am Stück aufzunehmen, weil meine Urlaubszeit leider rum ist. Das heißt, ich mache das immer so ein bisschen, wie ich gerade Zeit habe. Und das ist in der Regel immer so kleinere Zeitfenster. So, ich wollte die jetzt hier erstmal schnetzeln und dann mal gucken. Eigentlich müsste ich hier auch aus der Ferne Schätze schon sehen, aber ich traue meinem, ach so geschulten Blick nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. 3 Stück von denen. Okay, warte. Nein, ich wollte einen Blender nehmen. Na, der hat sich jetzt bestimmt verschwendet, oder? Oh, das ist echt dumm gewesen. Ich habe das, mir ist das zu spät eingefallen hier. Oder zumindest ein Vitalisator, wobei ich den eigentlich für Bosskämpfer fast schon praktischer finde. Das geht ja aber in einem zügigen Tempo voran, ne? Also erst einer von denen, dann 2 und dann plötzlich 3. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht im Fiasko endet. Aber bevor ich jetzt heile, würde ich gerne einen erstmal aus dem Weg räumen. So, das wäre damit erledigt. So, dann nehme ich hier mal diese Geschichte. Wird uns hoffentlich auch für den restlichen Kampf ein bisschen helfen. So, genau. Dann bitte noch ein bisschen Heilung für Lightning. Dann gehen wir in den zweiten. Oh nein! Okay, dann wird zum ersten Mal Vergiftung. Super. Wer kann die denn heilen? Ist das auch eine Fähigkeit des Augmentors oder muss ich auf meinen Gegengift zurückgreifen? Weil wir haben ja Gegengift auch gefunden. Ich kann natürlich auch darauf spekulieren, dass wir den jetzt hier schaffen, den Kampf ohne, dass ich irgendwen heilen muss. Könnte tricky werden. Es ist im Kampfgetümmel für mich gerade nicht so ganz einfach zu erkennen, wie viel Schaden Gift eigentlich austeilt. So, warte mal, hauen wir den mal erstmal weg. So, dann eine kurze Ladung. Vielleicht auch eine etwas längere Heilung. So, gerne nochmal. Ich bin aktuell noch nicht so willens, jetzt hier auf meine Giftheilungsreserven zurückzukommen. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Ja, und den letzten, den kriegen wir auch noch hin. Mal wenigstens ein bisschen was an Ressourcen gespart. Ich glaube, in einer so einer Schatzkiste sind irgendwie 3 davon drin gewesen oder so. Wenn mich nicht alles täuscht beim letzten Mal. Der letzte Part ist übrigens auch noch nicht online. Also, falls ich da irgendwas ausgelassen haben sollte, kann ich mich jetzt noch nicht drüber ärgern. Mache ich dann beim nächsten Mal. 3 Sterne, aber immerhin gut Kristallpunkte bekommen. 3 Sterne ist trotzdem nicht schön. Sag mal, schraubt das Spiel eigentlich die Anforderung nach oben, wenn ich im Kristarium besser gelevelt bin? Also erkennt das Spiel sozusagen, ey, die ist voll gut, ey. Die muss das eigentlich viel schneller hinbekommen, ey. Und ist vielleicht ein bisschen großzügiger mit den Sternen, wenn ich schlechter bin? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Aber vielleicht kann mir das ja jemand von euch bestätigen oder widerlegen. So. Was geht hier? Auf die nächste Rollenstufe kommen wir leider nicht. Viel fehlt da aber nicht. So, und bei ihr war das, glaube ich, die Heilerrolle. Wo sie kurz vorm, ja, genau, wo sie kurz vorm Accessoire stand. Und dann hätten wir das auch geklärt. Nein! Das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Ja, beim nächsten Mal dann. So, hier kann sie jetzt aber was Neues bekommen. Und das wollte ich so schnell wie möglich auch erreichen. Blitzresistenz, mehr TP. Ja. Keine Ahnung, ich gebe ihr mal die vermehrten TP. Und dann hoffe ich mal, dass wir noch ein bisschen was Besseres finden. Ich meine, wenn die Resistenz zumindest auf 50% hochgehen würde, das wäre schon cool. Aber 20%, ja, ist eigentlich auch nicht wenig. Weil wenn du damit halt in so einem Gebiet rumdümpelst, wo die Gegner diesen Elementarschaden eben nicht ausrichten, dann ist das irgendwie voll die Slotverschwendung. So, ihr seid jetzt wieder zu zweit. Ah, die Kamera, ne? Ich komme gar nicht hinterher. Die ist viel langsamer, als ich laufe. So, okay. Ich glaube, diesen Kampf werde ich auch das letzte Mal zeigen. Beim nächsten Mal fallen diese Gegner der Schere zum Opfer, wollte ich eigentlich sagen. Guten Morgen, Negoya. Bin noch gar nicht so lange wach, muss ich sagen. Ich habe, weiß ich gar nicht, warte mal, wie spät ist denn das gerade? 7:37 Uhr. In diesem Part jetzt hier nehme ich vor der Arbeit auf.
Ja. Hab das direkt auf Twitter auch angekündigt, weil Final Fantasy ist normalerweise immer so ein Projekt, das ich abends aufzeichne. Aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich sogar lieber, das vormittags bzw. morgens zu machen. Ich weiß nicht warum. Ich finde dann immer, wenn ich dann die Videos bearbeite, dass das Commentary irgendwie so ein bisschen duseliger ist. Ja, auch wenn ich gerade eigentlich relativ ausgeschlafen und fit bin. Mein Kaffee hier neben mir steht und ja, ich einfach nur mega Bock habe auf das, was jetzt hier passiert. Und da wollte ich gerade trinken und stell fest, schlechter Zeitpunkt. So, zeig ich mal an hier, wie weit... Ich laufe schon wieder die ganze Zeit in die falsche Richtung und im Kreis und alles und überhaupt. Also so langsam? Nee. Ey, jedes Mal der gleiche Scheiß. Ist das zu fassen? Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. So. Ich muss... Das Problem ist, ich drehe halt immer die Kamera, weil ich gucken will, ob es hier irgendwas gibt. So. Und wenn ich dann drehe... Da ist eine Kiste, beziehungsweise ein Schatz. Und dann haben wir die E-Glitze wieder. War das ein Überraschungsangriff? Ich wusste gerade nicht. Das ist ja doof. Aber die gehen wenigstens relativ schnell. Und hier... Wir hatten in der letzten Folge ja einen so einen Spot, ey, wo man echt gut viele auf einen Schlag erwischt hat. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis, dass ich das nicht stärker zum Leveln genutzt habe. Nee, guck mal, das sind Kriecher. Von wegen E-Glitz. Ich könnte jetzt natürlich analysieren. Aber ich weiß nicht, ob ich meine komischen Metapunkte nicht noch brauchen werde für einen Boss, der gleich folgt. Ich meine, das Gute am Kriecher ist, auch wenn sie jetzt natürlich ein bisschen robuster sind, dass wir auch mehr KP von denen bekommen. Guck mal, ich meine, sobald wir ein paar Kämpfe hier bestreiten, dann wird das ja auch schon mit den Eigenschaften. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir pro Kampf immer nur ein oder zwei von dem begegnen. Könntet ihr den bitte töten, ohne dass ich heilen muss? Vielen Dank. Das war der Plan. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das war der schlechteste Kampf ever. Krass, dabei habe ich doch gar nicht großartig was anderes gemacht. Aber vielleicht war genau das der Fehler. Kann es sein, dass die physisch nicht so... 6 Gegengifte. Praktisch. Gerade voll zeitverzögert gesehen. Kann es sein, dass physische Angriffe nicht so sinnvoll sind? Okay, ich glaube... Jetzt wird es interessant. Das heißt, die Viecher da sind stärker, oder was? Komme ich hier irgendwie safe durch? Tanz doch mal den Limbo. Oh, 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 oh. Da sind sie direkt vor meiner Nase und ich sehe sie nicht. Wenn das kein Präventivangriff ist, dann weiß ich aber auch nicht. Die haben mich doch vorher nicht gesehen. Was ist das euer Ernst? Ich glaube, die meinen das vollkommen ernst. Ich gehe jetzt mal mit 2 Verheerern in den Kampf. Okay, bei physischen Angriffen sehe ich noch nicht, was denen wehtut und was nicht. Aber wir kennen ja jetzt deren Schwäche. Und dafür müssten Verheerer eigentlich die bessere Wahl sein. Ich verstehe nicht, warum das gerade kein Präventivangriff war. Da war ich mir gerade echt ziemlich sicher. Also ich habe vorhin ja die ganze Zeit mit dem Exterminator oder Extermination... Nee, Extermination heißt das Ding. Gekämpft und habe dafür keinen Stern bekommen. Also irgendwas muss ich anders oder besser machen. Hier haben wir es jetzt schwarz auf weiß. Die haben eine Feuerschwäche. Vielleicht muss ich da immer so ein bisschen hin und her springen, um die auch mal zu schocken oder so. Ich gucke jetzt mal, wie wir mit einer Doppelsequenz hier den ganzen Kampf über anhält, bepunktet werden am Ende. Da werde ich beim nächsten Mal mal versuchen, damit ein bisschen ja, zu arbeiten. Also mit dem Hin- und Herspringen. Und mal gucken, ob ich nicht einen davon geschockt kriege. Aber das hier ist mal wie so ein Schlag ins Gesicht. Ach so, okay, wenn ich sie töte, dann habe ich danach meine Ruhe. Alles klar. So, wie wäre es denn jetzt mit Oh Gott. Nee, das war keiner. Das war keiner. Ich sollte mir echt angewöhnen, mit Blendern zu arbeiten. Ich glaube, ich werde mir erstmal den Schakal vorknüpfen. Hier werde ich wahrscheinlich um Heilung nicht drumherum kommen. Ich lasse den Kampf jetzt auch mal drin, weil wir diese Gegnerkonstellation bisher noch nicht hatten. So, einmal Doppelsequenz bitte.
Und so werde ich dann auch versuchen, den Riechern irgendwie beizukommen. Und hoffen, dass sie vielleicht damit ein bisschen was an besserer Bewertung auch mal kriegen. Ey, kann ja nicht sein. Da verlasse ich hier das Gebiet und bekomme das bei diesen Gegnern, die ja nur eigentlich nicht so schwer sind, nicht hin, zumindest ein Sternchen mitzunehmen. Ist ja irgendwie schon ein bisschen deprimierend, ne? So, Leute, kriegt ihr das? Warum ist denn der wieder auf Null gesunken? Ist der gerade von einem Kriecher auf den anderen gesprungen? Ich hatte den... Das verstehe ich jetzt nicht. Oder ist der zwischenzeitlich gestorben? Ich meine, ich kann mir ja aussuchen, welchen Gegner ich attackiere. Oh, oh. Oh, oh. Ja, so viel Zeit muss sein, auch wenn ich jetzt wieder keinen Stern einheimse. Hope, du sollst bitte zuerst dich selbst heilen. Achso, nee, Lightning ist die Heilerin. Warum geht sie denn zuerst auf sich? Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass das zu ihrem Wesen auch ganz gut passt, aber trotzdem. Und außerdem... Ah, zwei Sterne. Yay. Dass ich mich darüber jemals freuen könnte. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. So, wo sind wir hergekommen? Hier. Ich will nur einmal noch mal kurz gucken. Schätze. Schätze. Kamera, du bist immer noch scheiße. Nee, sieht nicht danach aus. So, wie weit haben wir es denn noch? Okay, also dieses breite Gebiet geht jetzt nicht mehr so lang. Jetzt werde ich aber wirklich alle Kämpfe rausnehmen, es sei denn... Oh. Caged in like the animals. Oh shit, ist das schon die Beta-Ausführung? Nee, das ist ein ganz normaler Behemoth, unser allererster. Schön. So, ich würde mal sagen, warte mal, wir haben doch hier Analyse. Denn der ist... Der kam jetzt aber durch die Analyse erst, ne? Also, der ganze Informationsinput, sage ich mal. So, einmal bitte ganz schnell das hier. Ganz, ganz schnell, idealerweise auf Hope, vielen Dank. So, und dann möchte ich bitte hiermit weitermachen. Das Gute an denen ist, dass man die relativ schnell schocken kann. Aua, das hat wehgetan. Leider hat Hope keinen Protes mit drin. Aber wenn wir den einmal geschockt kriegen und dann mit Lightning nachsetzen, dann ist der eigentlich gar nicht so schwer. Diese Behemoths, die steigen auch immer direkt in die Luft, ne? Wenn man das einmal hinbekommt. Ist es denn tatsächlich möglich, dass wir in einer Schockphase den nicht down kriegen? Das ist ja auch fast schon revolutionär, ne? Weil ein richtiger Boss ist das ja eigentlich nicht. Ja, so eine Art Mini-Boss oder so. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Deswegen lieber mal ein bisschen auf Sicherheit gehen. Aufspießen. Autsch! Nein, ich hab's kommen sehen. Guck Hope nicht so gierig an. Der hat dir nichts getan. Lightning, bitte einmal nochmal schnell heilen. Danke. So, ich meine, hallo, viel hat er nicht mehr. Ich müssen wir ihn auch gar nicht mehr ein zweites Mal in Schock versetzen. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Aber dadurch, dass das immer so schnell geht, werde ich es jetzt nochmal versuchen. Also ich glaube, wenn der mit Aufspießen jetzt einmal Hope erwischt, dann war es das für ihn. Ich bin jetzt mal so frei und bleibe aber beim Angriff. Komm, tötet ihn! Gott sei Dank. Okay, jetzt bin ich ja mal auf die Sternebewertung gespannt. 5 Sterne, sehr schön. Immerhin einmal was richtig gemacht in der Folge. We've tripped the security alarm. The observation battalion will be coming. Let them come. Let them come. Also irgendwie mag ich dieses Pseudo-Coole von Hope nicht. Ja, irgendwie versucht auf Teufel komm raus Lightning zu imponieren. Er kann mir doch nicht erzählen, dass er jetzt über diese kurze Zeit plötzlich vom total eingeschüchterten und depressiven Boy zum Let them come. Mir doch egal, was für Gefahren uns hier erwarten, mutiert ist. Also, das kaufe ich ihm nicht so recht ab. Ich kaufe ihm aber ab, dass er Lightning imponieren möchte und alles daran setzt, ihren Respekt zu bekommen. Aber sich dafür so zu verbiegen... Finde ich nicht gut, Hope. Finde ich nicht gut. Ein Stück weit darfst du auch du selbst bleiben. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes mitzunehmen? Was meinst du denn mit Aufstieg? Doch nicht etwa... Hä? Ah!
Wow, wenn das mal nicht die schönste Treppe ever ist. Und da springt der wie ein Flummi hier nach oben. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Oh, what? Okay, das sind echt viele Eglitze. Also Kriecher. Kriecher heißen die Dinger, ja. Ist das jetzt ein Präventivangriff? Jawoll. So, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal versuchen, Beben zu casten. Ich hoffe, dass ich das rechtzeitig hinbekomme. Also, dass wir könnten Fertigkeiten... Scheiße, der hat gar kein Beben oder was? Oder war das eine Meta-Fertigkeit? Ich glaube eigentlich nicht, aber das hier war auch schon ganz sinnvoll. Oh, oh, bitte nicht verrecken. Brauchen dich noch. Bin wahrscheinlich entmutigt mit dem, was ich gerade über ihn gesagt habe. Okay, irgendwie war da ein Flächenzauber gerade dabei, den ich nicht gesehen habe, der aber... 260. Geil. Der aber gut Schaden ausgerichtet hat. Wer braucht schon Beben, wenn er sowas kann? So, dann gucken wir mal. Ein bisschen was können wir jetzt hier machen. Über 750. Das kann sich doch sehen lassen. So, beim Verheerer. Da waren wir ja fast durch, ne? So, dann hätten wir das durch. Dann hätten wir das durch. Das gefällt mir. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Und wenn am Ende nur noch ein Pfad übrig ist, dann ist das umso einfacher und geht umso schneller. So, und wie sieht's bei Lightning aus? Lightning, zeig mal her hier. Achso, sie ist kurz vor der Vollendung des Brechers. Jawohl. So, und hier fehlt, glaube ich, auch nicht mehr viel. Genau. Sehr schön, dann haben wir ja beide fast ausmaximiert. Vielleicht kriegen wir das sogar hin, bis dieser Bereich hier abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, wie lange der noch geht. Aber lassen wir uns mal überraschen. So. Wenn ich überraschen sage, dann klingt das, als würde ich über die Russen reden. Das sieht gefährlich aus. Take 5. What's eating you? Okay, I can tell you're hung up on something. Is it the Lissy thing? It's snow, isn't it? What happened with him? You wouldn't understand. You and I are partners, Hope. My mother was killed because of him. It's his fault. He needs to pay for it. I'm not ready yet, but I will be soon. That's why I followed you. Snow dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. Ich habe so eine vage Vermutung, was in Lightnings Kopf vorgeht. Ich meine, sie mag ja Snow auch nicht. Aber ich glaube, sie kann sich zu Recht nicht so wirklich vorstellen, dass Snow das gewollt haben kann. Oder dass Snow wirklich sogar die Schuld für den Tod trägt. Und das wollte er ja auch nicht, ne? Also man muss halt bedenken, dass Hope aus seiner Verzweiflung heraus da vielleicht auch nicht so differenzieren kann. Und nicht einsehen kann oder will, dass, ja, ich weiß, dass ich zurückgehe, ich wollte nur mal kurz gucken,
dass seine Mutter sich ja freiwillig gemeldet hat. Es war ja nicht so, dass er gesagt hat, du Frau, du mitkommen, du kämpfen, du totgehen. Er hat das ja in die ganze Gruppe gesagt und sie stand halt auf und ist mitgekommen und das hat er eigentlich ja auch gesehen. Und er hat auch gesehen, dass Snow ja auch kein böser Mensch ist, ne? Aber irgendwie lässt sich Hope von seinem Gedanken nicht so wirklich abbringen und dass Lightning sich dazu nicht geäußert hat, war vielleicht ganz gut. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, das ist ein Speicherpunkt. Hier kann ich noch nicht gewesen sein. Das sieht wieder aus wie in dem Gebiet, wo ich gerade eben schon war. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes aufzusammeln? Das sieht nicht danach aus. Das heißt, wie weit ist der nächste Checkpoint entfernt? Ja, ist ein bisschen. Dann speichern wir mal schnell. Kurz gucken, ob es hier was Neues gibt. Das ist nicht der Fall. So, das heißt, weiter geht's. Ich mag das hier nicht, dass das so breit ist alles. So, zwei von denen, das kennen wir schon. Ja, hier springe ich immer zwischen Extermination und Doppelsequenz, wie wir das halt vorher auch immer schon gesehen haben. Also nichts Besonderes. Bei den Kriechern wird das wieder interessant. Die sind mir eh die liebsten Gegner hier. Weil ich da gerne versuchen möchte, auch mal eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Sollte ich es irgendwie schaffen. Oh, Sternanhänger, das klingt interessant. Das klingt very interesting. Gucken wir mal hier bei Lightning. LT-Resistenz gegen Gift um 30. Also dieses Gebiet vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite habe ich mit den Viechern, die hier vergiften, könnten ja momentan keine Probleme. Ich glaube, dass ich auch inzwischen mit 3 ganz gut fertig werden könnte. Deswegen, verzichte ich erstmal. Und wieder 2. Und da blubbert die Lightning vor sich hin, weil sie vergiftet ist und keine Sau interessiert, weil das eh gleich hinüber vorüber ist. So. Warte mal, wir haben hier noch so eine kleine Art von Sackgasse. Haben wir hier auch was Schönes mitzunehmen? Sieht nicht danach aus. Hätte ja sein können. Mir ist das eigentlich immer fast lieber, wenn so eine große Fläche in so einzelne Bereiche aufgeteilt ist, so wie hier ist, als wenn das eine so eine Riesenfläche ist. Wer auch andere Let's Plays von mir gesehen hat, den wird das wahrscheinlich jetzt eher nicht überraschen. So, und dann gibt es hier wieder eine ganz delikate Treppe. Wo ich mich frage, wie die da nicht die ganze Zeit zwischen die Rillen fallen können. Aber naja, irgendwie sind sie da sicher unterwegs, auch wenn sie über komische Treppen rumhüpfen. Nein, Kamera. Da habe ich dich gerade ein bisschen getrollt, ne? Ich wollte nämlich in eine ganz andere Richtung. Oder sie mich, je nachdem. Oh oh. Could I use one of those? Bit too heavy for you. Okay. You became a lessee, so now you're gonna marry this idiot? And you think I'm gonna buy that? Full points for originality. But don't forget, if you really are a lessee, it's my job to deal with you. Sis. This is ridiculous. Worst birthday ever. Wait, Sarah! Why won't you believe her? You kidding me? She gets made a lessee and you pop the question? Lightning, stop it! No, you stop it! Get out of my house! You're shutting her out! She's your sister! Fine. I'll do it. I'll protect her. Oh.
How practical. We interrupt this program to bring you an urgent sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. Acting with Falci Eden's approval, authorities declared a state of emergency. The entire district will be quarantined in response to this crisis. This is a sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse Falci inside the city of Bodom. Sarah, I should have listened to you. Krass. Also ich muss sagen, auch wenn Hope jetzt nicht unbedingt mein Lieblingscharakter... Hope, Snow. Ich weiß nicht, warum ich die namentlich immer verwechsle. Ich fand Lightnings Reaktion echt ein bisschen harsch. Also da hat mir Sarah schon leid getan. Ich meine, sie ist ja nun nicht der Typ kleine Schwester, der die ganze Zeit blöde Witze reißt und die man nicht ernst nehmen sollte. Und da hat mir Sarah echt gerade ein bisschen leid getan. Und was ich auch ziemlich makaber finde, ist, dass die Waffe, also das Messer, was Sarah Lightning geschenkt hat, dass das jetzt Hope besitzt, der Sarahs Verlobten damit töten möchte. Also, dass das irgendwie so eine innere Unruhe in Lightning hervorruft, das ist irgendwie auch verständlich. Man hat das vielleicht auch so ein bisschen an ihrem Blick erkennen können vor der Rückblende. Also, das ist schon alles etwas verworren hier. Ja, ich mag diese Rückblenden irgendwie total. Das war gerade nicht so ganz optimal. Ich musste Hope auch zwischenzeitlich wiederbeleben, weil ich die Heilung ein bisschen vernachlässigt hatte. Also immer, wenn ich Kämpfe rausschneide, dann will ich das immer möglichst schnell machen, damit ich am Ende die Dauer des Videos insgesamt nicht so beeinträchtige. Und dann werde ich manchmal noch nachlässiger mit dem Kampfverhalten, als ich das so schon bin. So, aber hier kommen wir relativ gut durch. Was ist das da? Kennen wir dich schon? Du bist doch bestimmt auch eine Erweiterung. Oh, jetzt hat der mich voll hinterrücks erwischt. Irgendein Vespid irgendwas. Okay, Vespid Soma? Ich glaube, so hießen die letzten nicht, ne? Das war irgendwie ein etwas schwieriger auszusprechender Name. Das weiß ich noch, aber den Namen selbst kriege ich auch nicht mehr zusammen. So, dann gucken wir mal, wo seine Schwächen liegen. Die probieren ja immer alle Elemente durch, ne? Bevor sie sich dann auf eins festlegen. Wie sieht's aus? Was? Das verstehe ich manchmal nicht, warum die Resistenzen nicht freigeschaltet werden, obwohl wir einige Sachen ja schon an den Gegnern vertestet haben. Okay, vergiften können sie leider auch. Ich sollte mich in dem Gebiet wahrscheinlich nicht wundern. Ja, aber einmal geschockt ist das Ding nicht mehr gefährlich. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn das dann plötzlich in dreifacher Ausführung oder so vor mir steht. Und der Reptilienschweif, der war, glaube ich, neu. Also vor allen Dingen hätte ich dem jetzt, also diesem Gegner, alles zugeordnet, aber nicht Reptil. Säbelkarabiner, okay. Alles gut, was mit neuen Waffen einhergeht, wobei die Waffen hier für mich immer nicht so ganz deutlich besser sind. Die Blankwaffe ist im Rahmen eines Projektes zur Entwicklung synthetischer Magie entstanden. So. So, warte mal. Sie hat jetzt 117,95. Boah, das ist dann aber schon wieder so eine Waffe, die eher auf ihre Verheererrolle ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Eigentlich eher nicht. Ich glaube, ich lasse das, weil sie hat hier jetzt auch den Effekt noch drin, physischer Schaden minus 5. Der würde dann auch wegfallen. Also entweder ich habe hier ein Verständnisproblem oder das Spiel will wirklich, dass man sich nach so einem Waffenfund festlegt. Willst du eher auf Magie oder auf physischen Angriff gehen? Das ist eher ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn du neue Waffen findest, ne, ist die neue Waffe auch automatisch besser. Keine Ahnung, wie ich das einzuordnen habe. So, Vespid Soma. Ich glaube, das wird in Begleitung der zwei Kriecher noch machbar. Da war, glaube ich, der Kampf gegen die beiden Schakale und drei Kriecher, den ich zuletzt rausgeschnitten habe, schon ein bisschen anspruchsvoller. Es hängt am Ende wie so oft davon ab, wie schnell man die geschockt bekommt. Ja, und nochmal zurück zu diesen Rückblenden. So viel kann da eigentlich ja auch gar nicht mehr kommen, ne? Wir haben jetzt im Grunde genommen die ganze
Entwicklung jetzt schon gesehen. Also vom verliebten Pärchen, ne? Vom Leben im Bodom, der Heiratsantrag, jetzt das Geständnis in Richtung Lightning. Gab es jetzt noch irgendeinen elementaren Moment, den wir noch nicht in Form so eines kleinen Films gesehen haben? Ich glaube nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren vom Spiel. Gucken wir einfach mal, was da noch kommt. So, 4 Sterne, immerhin. Und das, obwohl 2 Kriecher involviert waren, dass ich das noch erleben darf. So. Ja, da haben wir auch den nächsten Speicherpunkt. Ich bin, obwohl, nee, eigentlich bin ich gar nicht überrascht, dass wir noch keinen Boss hatten, weil das Gebiet ja noch nicht zu Ende ist. Hi. Kriege ich hier einen Präventivangriff hin? Nee, ne? Der hatte schon ein Ausrufezeichen über der Birne. Ich glaube, dann funktioniert das nicht. Aber irgendwie sind die Kämpfe gegen die Dinger okay. Stört mich bisher nicht, solange wir halt eine realistische Chance haben, die auch down zu kriegen. Also um den jetzt hier zum Beispiel in den Schockzustand zu versetzen, klar, da wäre die Waffe von gerade eben ein bisschen besser. Ich bin immer noch so hin und her gerissen. Ich mag das nicht. Wenn ich das Gefühl habe, mich womöglich falsch entschieden zu haben. Aber guck mal, auf der anderen Seite macht sie jetzt hier eben deutlich mehr Schaden. Und wenn ich mir nicht sicher bin, weil ein Charakter sowohl magische als auch physische Angriffsfähigkeiten mitbringen soll, dann mache ich das immer davon abhängig, wo mehr Punkte dazukommen und wo mehr Punkte wegfallen. Und hier hätten wir einen größeren Malus bei der physischen Attacke und einen geringeren Bonus bei der magischen. Aber ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr die andere Waffe besser findet oder ob sie irgendwelche verborgenen Talente hat, die mir jetzt so nicht ins Auge gesprungen sind. Magische Momente. So, so. Das klingt wie ein Tarotkartenset oder so. So, okay. War's das? Also diese Ecke hier mag ich auf jeden Fall viel mehr als das, wo wir vorhin durchgelaufen sind. Okay. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Lightning inzwischen wieder Anführerin ist. Ich glaube, seitdem wir die letzte Cutscene gesehen haben. So, und wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich ja auch gleich mal gucken. Da hat ja nicht mehr viel gefehlt, ne? Bei beiden war das jetzt nur noch eine Klasse. Gehen wir mal hier rüber. Ja, reicht ja doch für ein paar Pünktchen. So ganz umsonst war das also nicht. Was war das letzte bei ihm? Damit ist er durch, damit ist er durch. Dieser Heilerbaumpfad, was auch immer. Jawohl. Gut sieht das aus. So muss das. Guck mal, ich glaube, mit Hope werden wir sogar früher fertig als mit Lightning. Wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Aber diesmal habe ich wenigstens das hier schon erledigt, bevor ich speichern war. Denn da ist gleich der nächste Speicherpunkt. Hat da irgendwer was von Traps gesagt? Das gefällt mir nicht, aber hier scheint es nochmal so ein großes Gebiet zu geben. Ich meine, inzwischen komme ich ja mit den Gegnern ganz gut klar. Ach, guck mal, ich wollte gerade zum Cut ansetzen, weil ich dachte, hier wird sowieso nichts passieren. Magische Momente ist ein Laden, da hätte man auch von selbst drauf kommen können, ne? Was gibt's denn hier Schönes? Weisheitsamulett. Massiver TP-Verlust führt einmalig Wallum aus. Boah, also das rechtfertigt in meinen Augen den Preis ja überhaupt nicht, aber ja, wer das Geld locker hat, kann das mal machen, ne? So, damit ist das Ding dann auch abgespeichert und warte mal, 1, 2 Kämpfe kann ich jetzt noch mitnehmen. Ich werde aber hier nicht bis zum nächsten Checkpoint nach vorne gehen, sondern einfach nur gucken, was hier auf uns wartet. Das könnte jetzt ein Präventivangriff gewesen sein, oder? Jawohl. Haben wir das auch mal gesehen. Das ist mir auch in den Kämpfen, die ich rausgeschnitten habe. Doch, einmal ist mir das gelungen. Aber da wart ihr doch noch mit dabei. Da habe ich noch den Bebenzauber gesucht. Bei denen, die ich rausgeschnitten habe, habe ich das sonst gar nicht gesehen. Aber ich steuere doch jetzt auch Lightning. Ich hätte das hier also machen können. Aber nur, wenn sie Verheerer ist, ne? Oder das ist doch eine Meta-Fertigkeit von Hope. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall zur Kenntnis genommen und werde immer wieder dran denken. Und irgendwann werde ich es auch finden.
Aber vielleicht muss dann Hope auch Anführer sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber solange sie keine Gefahr hier für mich darstellen, soll mir das auch relativ groß sein. Ich meine, Offscreen-KP-Farm brauche ich auch nicht, weil mein Kristarium eigentlich bald komplett ist, aber das hier, das irritiert mich. Ich glaube, ich muss irgendwie mehr proaktiv dafür sorgen, Flächenschaden auszuteilen. Sag mal, wenn ich die jetzt hier alle töte... Guck mal, da ist ein Behemoth hinter. Wenn ich die jetzt alle töte, dann abspeichere und das Spiel dann nochmal neu lade, dann sind die Gegner wahrscheinlich auch respawned, oder? Oh, das ist gerade sehr praktisch. Das wird den... Nein! Ich wollte eigentlich... Nein, 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 nein. Ich wollte den Vespiden angreifen. Den Vespiden, sagt man das so? Weil ich hätte wahrscheinlich jetzt auch irgendwie alle schocken können, aber... Das wäre mir jetzt zu kompliziert, den wieder in den Schockzustand reinzubringen. Also ich glaube, wir können dann in den nächsten Part auch starten mit einem komplettierten Kristarium. Bei Lightning könnte es ein bisschen knapp werden für Hope. Müsste das aber eigentlich ausreichen. Yay! 5 Sterne! Yeses! Obwohl Kriecher involviert waren. Wie geht denn diese komische Barriere hier weg? Also eigentlich möchte ich nicht gegen so einen übermutierten Behemoth kämpfen. Kann ich überhaupt durch? Nee. Komm hier gar nicht vorbei. Das ist aber ein Schatz. Warte mal. Warte mal, warte mal. Den würde ich mir ja schon ganz gerne noch unter den Nagel reißen. Ey, was habe ich vorhin noch gesagt? Pass mal auf, bald haben wir 3 vor unserer Nase. Ich glaube, das könnte ein bisschen unbequem werden. Aber wir gucken mal. Also vor allen Dingen, wenn da noch Vergiftung ins Spiel kommt. Also für den Kampf wäre es wahrscheinlich gar nicht so unsinnig gewesen, da auch ein bisschen in Giftresistenz zu skillen. Aber guck mal, solange die nicht vergiften, können die auch nicht großartig was, oder? Oder habe ich bisher einfach nur Glück? Ach doch, ja okay. Wenn sie mit ihren Drehflug, hieß das Ding gerade, was mich vergiftet hat. Klingt aber nicht sehr vergiftend, ist es aber. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Ich würde ganz gerne in dieser Folge noch an den Behemoth rankommen. Ich hoffe, dass wenn ich dich hier aus dem Weg räume, dass das auch funktioniert. So, warte mal. Ja, wie kann ich Gift heilen? Ich möchte das gerne irgendwie mit einem Zauber lösen. Ich wette, das muss irgendein Heiler beherrschen, oder? Der lernt bestimmt in irgendeiner höheren Stufe Medica oder so. Ich wette, Vanille könnte das eventuell sogar schon. Warte mal, was mache ich denn? Ich wollte doch hier auf Doppelsequenz umschwenken. So, genau. So, bei dem bringt jetzt Doppelsequenz noch nicht so viel. Wenn ich es nicht vergesse, dann müsste ich für den nächsten Part mal meine Paradigmen so ein bisschen umstellen, weil mich nervt, dass das die Doppelsequenz nicht... direkt unter der Extermination platziert ist. Das verkompliziert das nämlich so ein bisschen mit der Navigation. Da geht mir der ein oder andere wertvolle Bruchteil von Sekunden flöten, der vielleicht kampfentscheidend sein kann, aber guck mal, 5 Sterne. Ordentlichst, würde ich sagen. Ordentlichst. So, ist die Barriere jetzt weg? Nee. Ach so, hier komme ich einfach durchspaziert. Ja, das muss mir doch jemand sagen. Den kriegen wir schnell down. Ich wollte gerade sagen, wenn das ein Präventivangriff wird. Ich habe gerade fast Präventivanschlag gesagt. Keine Ahnung warum. Aber egal. So, jetzt kommt der große Countdown. Schaffen wir es, bevor die Schockleiste abklingt? Ich meine, Lightning ist als Brecher ausmaximiert. Die sind natürlich deutlich einfacher, wenn du dann zu dritt kämpfst und 3 Brecher im Team hast. Das wird sowieso nochmal spannend. Also ich glaube, wenn wir das nächste Mal wieder an Dreiergruppen arbeiten, dann haben wir echt viele Möglichkeiten, was die Ausgestaltung der Paradigmen angeht. Und das wird dann auf jeden Fall noch eine spannende Kiste. Ja, easy war das wirklich. Die gehören komischerweise für mich hier nicht mal zu den schwierigsten Gegnern. Also ich verstumme wahrscheinlich ganz schnell, wenn 2 davon vor mir stehen, aber so... geht das alles irgendwie klar. 1500, sehr schön. Achso, und jetzt ist auch die Barriere weg. Alles klar. So, gut ihr Lieben. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob die Gegner beim nächsten Mal respawnen.
Eine Sache kann ich noch mal schnell erledigen, und zwar mal gucken, ob wir jetzt unser Kristarium komplettiert kriegen. Achso, hier war das. Hier war das einmal so. Und nein, das ist doch nicht zu fassen. Ein Kampf mehr und das hätte wahrscheinlich gereicht. So, und bei ihm war der Heiler der letzte, ne? Okay, wow. Habe ich ernsthaft gesagt, das war bei Lightning knapp. Ich nehme alles zurück. Guckt euch das mal an. Das ist so bitter. Egal, beim nächsten Mal haben wir dann wenigstens alles komplett. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.